Das habe ich nicht vergessen. Guten Tag, Herr Bütow. Willkommen in meinem Homeoffice. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich Ja, freue mich sehr auf das Gespräch. sehr gerne. Wir wollen über das Jugendwerk sprechen in Zeiten des Confinement, der Isolation, Hausarrest, wie einer meiner Gesprächspartner sagte, und über den deutsch-französischen Bürgerfonds. Zuerst, das deutsch-französische Jugendwerk ist eine internationale Organisation im Dienst der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ich wiederhole das immer, weil ich gerne möchte, dass jeder deutsche Schüler, der Französisch lernt, das Jugendwerk auch kennt. Am 1. März 2019 haben Sie Ihr neues Amt als Generalsekretär des Jugendwerks angetreten. Ich möchte Sie fragen, wie lautet Ihre Bilanz nach einem Jahr, Klammer auf, ohne Corona, Klammer zu? Herzlichen Dank, Herr Dr. Wittmann. In einem Wort ausgezeichnet und in einem längeren Gedanken. Es ist ein großes Geschenk für das deutsch-französische Jugendwerk arbeiten zu dürfen, zumal in der Rolle des Generalsekretärs, einem Generalsekretären in einem Tandem von zweien, in einer internationalen Organisation, die es seit 1963 gibt und die sich, wie Sie sagen, der deutsch-französischen Zusammenarbeit verpflichtet fühlt, verpflichtet ist und hierbei sich insbesondere um Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 30 Jahren kümmert. Wir arbeiten mit mehr als 8000 Partnern zusammen. Viele tausende Projekte, die wir im vergangenen Jahr, im Jahr 2019, unterstützen durften oder selber entwickeln durften. Insofern ist das tatsächlich eine ganz besondere Aufgabe, die wir da jeden Tag im Franco-Allemand bewerkstelligen dürfen. Im vergangenen Jahr hat das DFJW einen großen Vertrauensbeweis erhalten von beiden Regierungen. Wir haben eine Budgeterhöhung zugesprochen bekommen von 4 Millionen Euro. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das war ein sehr starker Rückenwind. Wir konnten unsere Teilnehmerzahlen erhöhen im vergangenen Jahr. Wir haben uns engagiert in der Unterstützung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf, denn weder das Deutsche für Franzosen, Französinnen noch das Französische für deutsche Jugendliche ist eine Selbstverständlichkeit. Das sehe ich auch als eine große Herausforderung an, auch in diesen Zeiten der Corona-Krise, dass das Deutsch-Französische tatsächlich versucht, für alle Jugendlichen offen zu sein. Und wir haben in unserem Team, in unseren drei Standorten in Paris, unser juristischer Sitz ist in Berlin, am Molkenmarkt und in Saarbrücken ein ganz ausgezeichnetes Team, die eine große Erfahrung beweisen. Insofern aus meiner Sicht ein sehr besonderes Jahr für unser Haus mit Budgeterhöhung und den Aufgaben, die es im Zeitalter von Europaskeptizismus, Vertrauenskrise der Demokratie, aber auch mit der ja, besonderen Situation von Jugendlichen im 21. Jahrhundert, die uns konfrontiert sind. Seit 1963 hat es knapp 9 Millionen jungen Menschen aus Deutschland und Frankreich, nochmal, seit 1963 hat das Jugendwerk knapp 9 Millionen jungen Menschen aus Deutschland und Frankreich die Teilnahme an über 320.000 Austauschprogrammen ermöglicht. Das Jugendwerk lebt vom ständigen Austausch. Auf welche Aktivitäten konzentrieren Sie sich jetzt in Zeiten, wo die Schüler und Schülerinnen beiderseits der Grenze zu Hause bleiben müssen? Die Corona- oder Covid-19-Krise ist eine große Herausforderung für beide Gesellschaften. Im Bereich der Jugendarbeit, insbesondere der außerschulischen Jugendarbeit, kann man wahrscheinlich von einer historischen Krise sprechen, die es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges so europaweit noch nicht gab. Wir sorgen uns sehr um Hunderte, Tausende von Trägerinnen und Trägern, gerade kleinere und mittlere Vereine, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, die von wirtschaftlichen Existenzsorgen geprägt sind aktuell, weil sie ausschließlich im Rahmen von Jugendbegegnungen eben ihre Arbeit leisten können und Jugendbegegnungen, Mobilitätsbegegnungen können gerade nicht stattfinden.
Gleichwohl haben wir sehr schnell, wie auch andere bilaterale Jugendwerke und Einrichtungen, uns sehr stark engagiert, um möglichst schnell Stornierungskosten zu tragen, um diese Partner, ohne die das DFJW nicht existieren kann, zu unterstützen. Wir setzen jetzt einen Schwerpunkt auf Digitalisierung. Das sieht man gerade. Das heißt, wie wir gerade genau, das heißt, wir versuchen unsere Partnerinnen und Partner zu motivieren, darüber nachzudenken, wie man Jugendbegegnungen im Jahr 2020 mitten in dieser Krise auch als eine Chance begreifen kann, dass wir den Austausch eben digitaler denken und praktizieren. Und wir haben da wahnsinnig positives Feedback bekommen, auch von Jugendlichen, die beispielsweise im Rahmen von unserer Kampagne Casanier Stubenhocker, die in den sozialen Medien einen großen Erfolg hatte, sich auch motiviert gefühlt haben, darüber nachzudenken, dass die Corona-Krise als eine gemeinsame europäische Erfahrung zu verstehen, die sicherlich generationsprägend ist. Und in diesem Sinne denken wir weiter. Das heißt, wir sind im täglichen Austausch mit Partnerinnen und Partnern und mit jungen Menschen und versuchen auch darauf natürlich auch aufmerksam zu machen, was gerade im Deutsch-Französischen schwierig ist, beispielsweise im grenznahen Raum, wo es Grenzschließungen gibt, wo Pendler und auch Familien eine sehr schwierige Alltagssituation gerade erleben. Und das wird uns sicherlich auch noch in den kommenden Monaten und sicherlich auch im kommenden Jahr noch sehr stark beschäftigen. Dazu zwei Themen. Sie haben einmal, es gibt eine Sonderausschreibung vom Deutsch-Französischen Jugendwerk zur Renforcer l'Échange. Da gibt es jetzt zusätzliche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das ist auf Ihrer Webseite drauf. Das zeige ich in dem Artikel an, der unseren Beitrag begleitet. Und was wichtig ist, Sie haben auch ein Auge auf die Städtepartnerschaften. Und die Städtepartnerschaften haben ja einen gewissen Aufschwung erlebt, gerade auch mit dem Transport von französischen Patienten in deutsche Krankenhäuser. Ja, das ist richtig. Städtepartnerschaften haben Leben gerettet in diesen Wochen der historischen Gesundheitskrise in Frankreich und in Deutschland. Und persönlich bin ich davon wahnsinnig beeindruckt, wie es mehrere Städtepartnerschaften geschafft haben, auch sich als krisenfest zu behaupten. Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist nicht vorstellbar ohne dieses Wurzelwerk, ohne dieses Fundament von mehr als 2200 Städtepartnerschaften zwischen größeren und kleineren Kommunen. Und mit dem Bürgerfonds, mit dem deutsch-französischen Bürgerfonds haben beide Regierungen sich wechselseitig versprochen, stärker zu engagieren in diesem Feld. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir dieses wunderbare Projekt, den Deutsch-Französischen Bürgerfonds, für die nächsten 3 Jahre aufbauen und umsetzen dürfen. In diesem Monat ging dieser Deutsch-Französische Bürgerfonds an den Start. Wie ist der entstanden? Der Deutsch-Französische Bürgerfonds geht zurück auf einen Wunsch aus der Zivilgesellschaft. Es gab Vereine, Trägerinnen, Städtepartnerschaftsinitiativen, die darauf hingewiesen haben, dass es, wenn man beispielsweise die Altersschwelle 30 überschreitet, man nicht mehr vom Deutsch-Französischen Jugendwerk oder von anderen Förderwerken wie Pro Tandem oder der Deutsch-Französischen Hochschule unterstützt werden kann. Und gleichwohl gab es und gibt es natürlich einen enormen Bedarf, dass auch jene, die in unserer Altersgruppe, in unserer Generation sind, sich treffen können. Das heißt, es sind viele wunderbare Projekte ehrenamtlich entwickelt worden, die durch die Netze der doch sehr stabilen deutsch-französischen Förderpraxis sozusagen gefallen sind. Und diesen Wunsch griffen beide Regierungen auf. Im Artikel 12 des Aachener Vertrages wird dieser Bürgerfonds erwähnt, unterzeichnet von Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Macron am 22. Januar letzten Jahres, der ja die deutsch-französischen Beziehungen auf eine neue Stufe heben möchte. Und mit dem Bürgerfonds wird tatsächlich diese neue Stufe erklommen. 2,4 Millionen Euro haben beide Regierungen zur Verfügung gestellt. Auf der deutschen Seite das Familienministerium, auf der französischen Seite das Jugendministerium und das französische Außenministerium. Und das DFJW hat diesen Fonds seit insbesondere seit September letzten Jahres ganz engagiert vorbereitet und konnte den nunmehr starten.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ich habe damals mitbekommen, dass vom Aachener Vertrag, dass es manche Kritik an dem Vertrag gab. Und ich habe auf dem Blog geschrieben, dass es eigentlich ein Zukunftsprojekt ist. Der Vertrag weist den Weg. Und das ist das Besondere daran. Und dazu gehört eben auch der Bürgerfonds, weil er den Geist dieses Vertrages stützen soll. Ist das so richtig? Ja, ganz und gar, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe diese Debatte rund um den Aachener Vertrag als bisweilen etwas künstlich und auch doch durchaus interessengeleitet empfunden. Verträge an sich haben ja das Wesen, dass sie die Wirkungsmacht erst entfalten im Moment der Anwendung. Und das sehen wir hier bei dem Bürgerfonds. Das heißt, am 22. Januar 2019 war der Artikel 12 und der Bürgerfonds des Aachener Vertrages zunächst erstmal nur ein Satz. Es waren Worte. Aber diese Worte haben eine unglaubliche performative Kraft entwickelt und nunmehr gibt es diesen Bürgerfonds. Und das wird auch für die anderen Bereiche des Aachener Vertrages natürlich, und wir erleben das ja auch schon zum Teil, eine solche Wirkungsmacht entfalten. Der Bürgerfonds hat ein gutes finanzielles Polster. Wohl wahr, wohl wahr. Mit 2,4 Millionen Euro können Hunderte von Projekten in diesem Jahr unterstützt werden. Und im DFJW freuen wir uns auf Vorschläge, auf Ideen, jetzt erstmal im digitalen Bereich. Wir haben einen Aufruf gestartet, dass wir Online-Begegnungen unterstützen können, sei es Interviews oder Konzerte oder Lesungen oder Benefizveranstaltungen. Und natürlich auch freuen wir uns schon jetzt darauf, wenn in diesen Wochen des Konfinements, der Ausgangsbeschränkungen, Ideen entstehen und Projektanträge uns erreichen, die dann mit dem Abflachen der Krise in die Tat, in die Begegnungspraxis übersetzt werden können. Ich finde das toll, dass das Jugendwerk sein Know-how diesem Bürgerfonds beisteuert. Es ist eine dreijährige Pilotphase. Deshalb ist der Bürgerfonds bei Ihnen angesiedelt. Und danach, und in dieser Zeit können Sie eben Ihren bilaterales Know-how, Wissen über bilateralen Austausch dort einbringen, nicht? Ja, das ist, wir haben ja im Deutsch-Französischen tatsächlich ein relativ reiches Geflecht an deutsch-französischen Akteuren und wir haben es sehr begrüßt, dass hier beide Regierungen die Entscheidung getroffen haben, dass nicht ein neuer Akteur gegründet wurde. Gleichwohl, und das ist sehr wichtig zu unterstreichen, dieser Bürgerfonds hat auch tatsächlich innerhalb des DFJW eine Eigenständigkeit, eine eigene Sichtbarkeit, eben auch mit der Idee, dass möglicherweise der Fonds in 3 Jahren auf eigenen Füßen stehen soll. Wir können jetzt auch vor dem Hintergrund, Sie haben es eingangs erwähnt, wir sind eine internationale Organisation. Das heißt, wir können möglichst niedrigschwellig fördern. Wir brauchen nicht ein deutsches und ein französisches Zuwendungsrecht sozusagen komplex für Antragsteller durchdeklinieren, sondern können hier tatsächlich niedrigschwellig Projekte unterstützen. Das mag vielleicht etwas administrativ und langweilig klingen, heißt dann aber tatsächlich in der Praxis, dass wir hier in die Breite kommen und eben gerade auch ehrenamtliche Akteure, Bürgerinitiativen, die bislang durch die Fördernetze fielen, ich habe es schon erwähnt, unterstützen können. Nochmal ganz präzise, wer kann einreichen und was für Projekte erwarten Sie? Wir haben ein gutes Dutzend an Themenfeldern identifiziert, von Sport über Kultur, Gesundheit, Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit, intergenerationeller Dialog und so weiter und so weiter. Das heißt, thematisch stehen alle Türen offen, um hier Projekte zu entwickeln, die dem Zweck dienen, proeuropäisch, deutsch-französisch unsere Zivilgesellschaft miteinander noch enger zu verflechten. Und wer konkret Anträge stellen kann, im Detail kann man das auf unserer Webseite www.bürgerfonds.eu oder www.fondscitoyen.eu nachlesen. Sind es zum einen Vereine, Städtepartnerschaftsinitiativen, aber auch gemeinnützige GmbHs, Stiftungen oder Akteure aus Bildung und Wissenschaft. Also eine relativ breite Gruppe an potenziellen Antragstellern, damit wir tatsächlich auch wirklich die Vielfalt unserer Gesellschaften hier abbilden können in der Förderpraxis. Vielen Dank, Herr Bütow. Der Link zum Bürgerfonds wird auch in dem Artikel stehen, der unseren Beitrag auf dem Frankreich-Blog
begleitet. Ich wünsche Ihnen alles Gute in dieser Zeit des Confinement, dass Sie, pour que vous en sortez bien, und dass wir uns alle gesund in Berlin oder in Paris wieder treffen. Merci beaucoup. Darauf freue ich mich schon. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. So.